Jungle Taster, Dark Comes, Episode 3162, and this is Ulu Dark Gazoth. Yeah, I'm not really sure how to pronounce this. This is, a very famous soft drink from Turkey. And here we go, product of Turkey. So it says it's a mixed fruit-flavored carbonated soft drink. Alright, so yeah, it really took me that long to do it. It's really the first review on this one. Yeah, let's do it. So yeah, let's open the can. Oh no. Alright, smoke comes out. Sort of interesting. And let's stop it. So from the looks, it's like Sprite. Alright, from the smell. From the smell, not so much. It smells like water. And a lot of bubbles on this one. Look at this. Yeah. I think I start to drink it now. Okay. So, yeah. This totally reminds me of cream soda. It's basically cream soda. How was the other cream soda called? Alright, the other product was something called Bar American Cream Soda. And this Ulu Dark Gazoz is totally like this. I think cream sodas are a fine drink. It's sort of a Spartan concept. It's also like a mystery for me how a liquid can be creamy, but it is. It's a Spartan concept, but I think it kind of works. It's a good refreshment drink. So let's have a second swig here. Tastes a little bit like bubblegum flavors, but it's fine. I think let's give it a win. Yeah. Win. Good. So all my Turkish viewers must have tried this. Yeah, how do you like it? Would you prefer to Sprite or Fanta or whatever? Let me know. And yeah, if you like cream sodas, you may try it. It's good stuff. And that was really the review. I hope you enjoyed it, and so on and so forth. I try, of course, to get as much international products as possible. And thanks for watching. Gut, jetzt endlich in Folge 1362, was relativ bekannt ist, denke ich mal. Ulu Dark Gazoz. Ich spreche das bestimmt falsch aus, ganz bestimmt. Ich spreche es ganz bestimmt nicht richtig aus. Und auf alle Fälle, was steht hier? Es ist ein, auf Deutsch, Erfrischungsgetränk mit Fruchtgeschmack. So wurde hergestellt in der Türkei. Viele Grüße an meine türkischen Zuschauer. Und ja, das erinnert mich total an ein Produkt namens Bar American Cream Soda. Also das ist so ein, es hat so ein bisschen Tutti Frutti Kaugummi-Geschmack. Geht runter wie Öl. Und ja, ich würde sagen, Win. Das ist so ein bisschen, ist so leicht gewöhnungsbedürftig, aber nicht so Gourmet-mäßig. Müsst ihr mal probieren. Ich denke mal, auch viele meiner deutschen Zuschauer werden das schon probiert haben. Wie schmeckt euch das? Und ja, ist eigentlich so ein bisschen spartanisch, ist jetzt nicht ein komplexer Geschmack, aber es geht irgendwie runter wie Öl, ist lustig irgendwie. Deshalb denke ich mal, ist das Win gerechtfertigt. Genau. Ja, das wäre soweit. Mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Danke, dass ihr die Folge angeschaut habt. Bis zur nächsten Folge.